Leute, herzlich willkommen nun zu Safe House Diaries, das Zuschauer, die Zuschauer Edition. So. Ich hoffe, mein Lüfter ist jetzt nicht so laut. Ich habe jetzt für das Spiel extra, was war ja letztens bei der Info schon so nervig, habe ich das jetzt wieder alles ein bisschen näher gestellt hier. Das heißt, er könnte eventuell, keine Ahnung. Ist ja wurscht. Wir befinden uns jetzt hier noch mal ganz kurz hier drin. Es lässt sich jetzt eh nicht mehr ändern, weil es ist jetzt alles so, wie es ist und ich nehme jetzt auch gleich auf. Und wir können danach dann nicht mehr viel rumstellen. Das können wir dann erst für die nächste Staffel vielleicht machen. Weil sonst, wenn dann irgendwas geändert ist, dann, ja, spacken die Saves ab. Apropos, falls jemand das Spiel hat, möchte ich euch die Information geben, in euren Berufsbezeichnungen kein Komma zu verwenden. Das führt zu Abstürzen und Fehlermeldungen. Habe ich vorhin die ganze Zeit nämlich gehabt. Und ja. Boah, ich muss leiser machen. So, und zwar, genau, wir befinden uns jetzt nochmal hier drin, um eventuell für die nächste Staffel nochmal was zu ändern. Alter, ist es immer noch so laut. So. Genau, es gab nämlich ein Missverständnis und jetzt wollte ich fragen, ob das vielleicht bei mehr von euch war, aber ich hatte jetzt keine Lust, euch als alle nochmal anzuschreiben und dann dauert es ja ewig, bis überall die Antworten kommen und ich wollte jetzt echt, ich habe jetzt gerade 3 Stunden oder länger als 3 Stunden echt gebraucht, die ganzen Informationen einzugeben. Die Informationen waren gar nicht das Problem. Das Problem war eher dann die Fotos und dann, ach, das ist bei dem Spiel echt. Es gibt immer nur einen kleinen Ausschnitt, den man so verschieben kann. Und wenn das Bild dann aber zu groß ist, dann ist halt, dann sieht man auch nur noch die Nase. Und wenn das Bild zu klein ist, dann, ja, das ist irgendwie, man kann das nicht richtig anpassen. Und dann muss man das immer vorher, bevor man das sozusagen da reinlädt, schon korrekt machen. Wurscht, hat ewig gedauert. So, genau. Und zwar, das Missverständnis war, weil hier haben wir ja überall einen Punkt wenig, 2 Punkte mehr, 3 Punkte ganz stark, ne? Klar. Und auch hier ist es ja so, 0 Punkte nichts, 5 Punkte ganz stark. Aber hier ist es halt eigentlich andersrum. Das hatte ich auch so auch noch geschrieben, nochmal mit dem Satz, so vom meisten 1 bis halt absteigen, dann 2 und 3. Also wenn ich jetzt künstlerisch am meisten bin, dann ist das 1, dann vielleicht sozial und dann konventionell, keine Ahnung. Passt super zusammen, künstlerisch und konventionell, aber ist ja wurscht. Ja, also nicht 3 ist das Stärkste und 2 1, sondern 1 ist das Stärkste oder das, was mich am meisten ausmacht von meiner Charaktereigenschaft. Okay, das sollte jetzt klar sein. Also falls jetzt, es könnte natürlich sein, falls mehrere das als Missverständnis hatten, dann werdet ihr wahrscheinlich dann 1 und 3 genau andersrum sein. Aber ich denke, damit können wir leben. Und wie gesagt, sollte es so sein, dann gib mir mal die Info, dann können wir es für die nächste Staffel dann umändern. Okay, dann würde ich sagen, legen wir jetzt endlich los. Ich freue mich voll. Ich habe auch gar nicht mehr so lange Zeit aufzunehmen, weil es so ewig gedauert hat jetzt. Das ist mein ganzer halber freier Tag ist jetzt draufgegangen hier. Die ganzen. Ah! Aber egal, ich freue mich jetzt so. Und ich kann euch ja, ich gehe jetzt extra nicht in den Bildschirm, wo ihr euch seht, weil das wäre ja, ist ja viel cooler, wenn ihr dann kommt. Und da ich euch ja auf jeden Fall, also wir sind jetzt, ihr seid glaube ich 9. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, genau, 9 Berufe, die dazugekommen sind, also 9 Leute, mit mir 10. Es kommen natürlich nur 5 insgesamt in eine Gruppe. Da ich ja aber alleine rumlaufe, kann ich ja jeden von euch treffen. Und vielleicht stirbt jemand, dann müssen wir es ja eh austauschen, sozusagen, ja. Kriegen wir schon irgendwie hin. Aber weil mir ja wichtig ist, dass ich jeden von euch auf jeden Fall treffen könnte und nicht nur eventuell, weil man kann bei dem Spiel einstellen, wer ist auf jeden Fall dabei und wer halt eventuell. Ich will aber, dass ja alle auf jeden Fall irgendwie in dieser Stadt rumlaufen. Und daher mache ich hier gleich einen ganz kurzen Aufnahmecut, um das jetzt so hinzukriegen. Ich werde jetzt alle mit mir so auswählen, dass wir alle drin sind. Aber so passiert es natürlich, wenn ich jetzt reinlade, dass dann halt ich plötzlich Sky bin. Aber ich möchte jetzt schon mit mir anfangen, weil ich bin ja ich, ne, logisch. Das heißt, jetzt starte ich so oft rein, bis ich dann ich bin, als einzelne Person. Und dann legen wir einfach, dann starte ich die Aufnahme und dann legen wir los. Und dann kann ich euch treffen. Voll cool. Und dann schauen wir mal, wie wir uns schlagen. Yep, dann, genau. Ich habe auch, genau, ich habe jetzt hier das, falls man das sieht, ich habe es jetzt nicht angeklickt, weil wenn ich es jetzt anklicke, dann würden halt auch andere Leute mit euren Berufen rumlaufen, aber die sind vielleicht vom Charakter ja auch schon wieder ganz anders. Also nicht jeder, der ein Physiotherapeut ist, hat ja auch meine Charaktereigenschaften. Also darum lasse ich das einfach raus. Das Einzige, was ich hier angehakert habe, also falls random dann auch irgendwelche anderen fremden Personen rumlaufen würden, ein Model. Ein Model darf ruhig rumlaufen. Ich meine, die sind ja alle so ein bisschen wie Gabrielle, ja. Die sind natürlich rausgenommen.
Die Desperate Housewives, Leute. Alles klar, dann ja, bis gleich. Ich freue mich. So, Leute, nach ungefähr 16 Mal reinstarten hat es endlich funktioniert. Es ist witzig, wie der Zufall ja dann doch immer spielt. Ich hatte jetzt eben euch alle so mal als Ersten und jetzt einen von euch hatte ich jetzt dreimal schon. Ich dachte, wann komme ich denn jetzt endlich? Apropos, jetzt seid ihr ja alle auf jeden Fall in der Stadt, ja, was ich sehr cool finde. Und sollten wir, das mache ich noch nicht jetzt, sondern das machen wir dann erst, wenn wir ihn treffen. Das fand ich nämlich sehr amüsant und da krabbelt gerade eine Fliege auf meinem Bildschirm. Hallo, kannst du mal bitte, klebst du da fest oder was? So. Sollten wir den, jetzt, ich habe dich zwar gefragt, wie man es ausspricht, aber ich habe dich zum Beispiel gar nicht nach der Betonung gefragt. Den Ska Sae oder Ska Sae. Wir sagen einfach nur Ska. Also wenn wir den Ska treffen, dann. Und ich vergesse dazu was zu sagen, dann schreit mal einmal auf. Weil der hat mir nämlich was sehr Witziges mitgeschickt. Und das kann ich euch dann mal vorlesen. Okay, so, das Spiel startet, weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt habe, immer an dem Tag, wo man auch wirklich anfängt. Also ist heute Montag, der 1. September. 6 Uhr morgens, Haus an der 12 Warbler Road. Ist eigentlich ein schönes Haus. Ja, das Ende ist hier. Alle anderen sind weg. Und die Fliege krabbelt schon wieder da. Das kann doch nicht wahr sein. Die Stadt ist ruhig, aber das wird nicht lange so bleiben. Wenn ich eine Taschenlampe oder ein Beacon, ja, so ein Dingsbums finde. Ach stimmt, das hatten wir ja noch gar nicht, genau. Das ist ja jetzt hier neu in dem Modus, also für euch. Also wenn ich so eine Taschenlampe oder ein. So ein, wie sagt man denn dazu? So ein Leuchtstab, ja, finde, dann könnte ich damit andere Überlebende auf mich aufmerksam machen. Da ist eine Adresse an die Wand geschrieben. Vielleicht wäre es dort ganz gut hinzugehen. Oh, Fliege. Jetzt, seriously? Kannst du jetzt mal bitte. Du bist doch immer nicht. Tschüss, Sikorski. Genau, da wäre es vielleicht ein guter Platz zum Schauen, ob da andere zu Weivers sind. Jetzt schauen wir erstmal auf die Karte. Puh, heute ist mal wieder gut am Lecken. Könnte daran liegen, ja, an den ganzen Informationen gedünst. Also, das bin ich. Jetzt bin ich mal gespannt. Genau, Zenobia war eine Physiotherapeutin. Sie ist 27, hetero. Genau, Highschool und Mittelklasse. Aber das sind sowieso alle, glaube ich. Sie ist schlau und erfahren, unabhängig und keine Ahnung. Oh, und ist am meisten zu gebrauchen für Verletzungen behandeln, Zutaten, Ernten, sammeln, wie auch immer. Kochen, nach Zombies Ausschau halten, Körper wegzuschaffen. Und die Location zu durchsuchen. Und jetzt kommt's, das ist ja immer random, das kann ich ja nicht einstellen. Sie fühlt sich nicht wohl bei Männern. Interessanterweise. Gut, schön. Ja, und man weiß nichts über ihre Vergangenheit. Das sind ja dann die Gerüchte. Schön, ich fühle mich also bei Männern unwohl. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Oh, was mir jetzt gerade auffällt, sehr cool. Wir haben hier wirklich ein Diner auf der Karte. Da habe ich euch von erzählt. Das werden wir auf jeden Fall uns vormerken. Gut, und da könnte ich dann also hingehen. Da wird auf jeden Fall jemand von euch sein. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Weil das ist immer so, dass man da dann jemanden trifft. Aber jetzt gucken wir uns erstmal hier das Haus weiter an. Weil vielleicht sind ja auch hier zwei Duschen drin oder so. Dann könnte man ja hier hin. Das ist halt Diner, hat halt meist nur eine Dusche. Aber es ist wurscht. Das kann man einfach so genial dingsen. So, jetzt machen wir erstmal, ja? Wir legen mal los jetzt hier. Genau, Search Location. Ja, bin ja nur ich. Okay. Okay, ich habe 5 Snacks gefunden.
Drei Snacks in der Küche. Okay, da sind gar keine Duschen, die funktionieren im Haus. Okay, ja, halb Dingsbums in der Räume sind schon durchsucht. Dann suchen wir gleich mal weiter. Also das ist schon mal nicht gut. Also wenn da keine funktionierenden Duschen sind, dann kennen wir ja schon, ne? Wow! Ja, das geht ja schon mal gut los. Ich habe einen Dingsbums hier. Ja, jetzt lese ich wieder Crossbow. Man kann nicht gleichzeitig. Ein Brecheisen habe ich auch gefunden. Und ja, hier ein. Ja, Armbrust jetzt. Und eine Handaxt. Okay, dann können wir ja nochmal weitersuchen. Ich? Wir? Ich sage immer wir, aber das liegt daran, dass ich ja zu euch spreche. Okay, Taschenlampe, sehr schön. Okay, und gleich Munition für die Armbrust. Oh, fast alle Räume, dann komm, such nochmal schnell weiter. Eine Seife habe ich auch gefunden. Und eine Bandage. Sehr schön. Haben wir jetzt alles durchsucht oder wie? Weil steht jetzt nicht da. Nein, noch 88%. Dann machen wir mal weiter. Ich muss gucken, wie viel ich dann überhaupt tragen kann. Wahrscheinlich müssen wir dann zu zweit zurückkommen. Ein Rucksack wäre halt auch geil. Halt nur mal so, aber. Das wäre jetzt so der richtige krasse, geile Start. Okay, Spielkarten habe ich gefunden, Schachset. Jetzt habe ich alles durchsucht. Dann können wir gleich nochmal gucken, was ich jetzt genau wirklich habe. Das leckt echt gerade ganz schön. Ich hätte ihn nochmal runterkühlen lassen sollen. Okay, wir haben so einen Cricket-Schläger. Genau. Armbrust, zwei Golfschläger, Handgun, Pistole halt. Munition für die Pistole, Munition für die Armbrust. Wow, sogar, ich habe eine Motorradjacke. Schön. Okay, irgendein Schmarrizeug. Seife, zwei Gaskanister, mit dem ihr dann auch wieder so eine Ablenkung schaffen könnte. Also indem man einfach ein ganzes Haus in Flammen setzt und juhu, ich sehe gerade einen kleinen Zombie da rumlaufen. Jetzt aber bald hier weg hier. Genau, zwei Taschenlampen, cool. Irgendwie so eine Pfanne, Handaxt, ein Mop, zwei Schwämme, eine Stereo. Anlage. Ein Holzlöffel. Und wieder irgend so ein Wrench, mit dem man wieder irgendwas engineieren kann. Zwei Bandagen sogar. 10 Snacks. Was und nicht mehr? Gibt's keinen, sonst keinen Food? Naja, anscheinend nicht. Gut, dann. Ach so, und was ich auch noch sagen könnte, gleich zu Anfang: Candyman ist auch mit dabei. Candyman hat einen kleinen Pluspunkt bekommen oder so. Und zwar. Ach, ich kann noch zwei Sachen sogar sagen. Candyman hat einen Pluspunkt bekommen, weil er über 6 Jahre bei der Bundeswehr war im Auslandseinsatz. Und es gab doch diese bei den Charakterzügen so strong und smart und so, gab es ja 6 und habe ich ihm jetzt, glaube ich, insgesamt 8 Punkte gegeben. Weil klar, das ist ja nochmal ein bisschen was anderes, ne, als wir random Leute. Und dann kann ich auch noch sagen, weil es geht, Leute, ihr habt mir ja teilweise auch geschrieben, B. Also vielleicht sollte ich die Entwickler mal anschreiben, dass man das B. Also bisexuell mal hinzufügen sollte, weil mir ist jetzt aufgefallen, also gut, ich bin jetzt komischerweise, ich bin ja hetero, aber ich fühle mich trotzdem bei Männern nicht wohl, okay, ist halt so. Ich habe jetzt bei ein paar, ihr habt ja auch so geschrieben, bei einem habe ich es dann hetero eingestellt, der wollte es so, falls es B nicht gibt, und bei den anderen habe ich es jetzt meist random gemacht. Und wir haben eine auch dabei, die ist sowieso lesbisch, aber der Witz ist, Leute, wenn du dann lesbisch hier bist, oder jetzt halt bei random, weil bi gibt's halt nicht, und du bist dann halt lesbisch oder hetero, also sagen wir mal beim Lesbischen oder beim Schwulen, wie auch immer, steht dann meist, habe ich jetzt gesehen, ist fast immer dann das Nachteil, dass du dich bei dem anderen Geschlecht unwohl fühlst. Was ja total crazy ist, weil wenn du bi bist, es geht aber nicht zum Einstellen, man macht random, dann bist du lesbisch und dann fühlst du dich bei Männern unwohl. Aber wie gesagt, ich bin ja auch hetero und fühle mich jetzt bei Männern unwohl, also, naja. Ist ja auch wurscht, ja. Und ich denke, gerade weil wir nämlich so ein paar Gay-Leute jetzt hier drin haben, wird auch irgendwer das Merkmal kriegen, mag keine Schwule und so, ne, Leute? Und wenn du Pech hast, habe ich jetzt random bei dir eingestellt und du bist dann hetero und magst keine Schwule. Tja, wird witzig werden. Also, genau, das wollte ich jetzt noch sagen. Was mache ich denn jetzt? Ich bin jetzt fertig durchsucht. Ich renne jetzt eigentlich da gleich mal rüber, ne? Weil dann werde ich nämlich jemanden von euch treffen. Haha. So, und jetzt schauen wir mal. Dann können wir eigentlich gleich einbrechen. Und nehmen mit auf jeden Fall den hier. Ich kann eigentlich ganz gut tragen. Das ist ja ganz gut.
Soll ich die Pistole mitnehmen? Das müssen wir auch mitnehmen. Motorrad, Jacke, Bandagen, ja. Eine sollte ich echt auch einpacken. Snacks werde ich auch finden. Man kann ja hier zurücklaufen. Eine Seife nehme ich mit. Ein Schwamm, obwohl das eigentlich auch Bombe. Flashlight wäre auch gut. Pack nochmal den Schwamm weg. So, müssen wir genau schauen. Was nehmen wir mit? Was nehmen wir mit? Dann lasse ich die Pistole jetzt mal da liegen. Messer, das werden wir ja wohl gleich finden, hoffe ich mal. Jep. Und dann nehmen wir halt jetzt noch so viele Snacks mit. Ha, ein. Ernsthaft? Dann nimm doch hier. Hatte ich nicht. Ich hatte auch. Ja, genau. Kleinkarte. Ach, das ist auch so schwer. Dann nehmen halt noch Kugeln mit. Okay. Ja, genau. So machen wir das erstmal. Und dann markieren wir uns das hier nochmal, dass da halt was drin liegt, auf jeden Fall. So, Leute, ich bin gespannt, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Breach. Genau.